Bei der letzten Ausgabe, meine Damen und Herren, da hatte ich unsere kleine Osterpause verschwitzt. Ich bitte das zu entschuldigen, aber wir machen es wieder gut. Nämlich heute gibt es eine neue Ausgabe vom Bernecker Stammtisch. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Eingeladen habe ich mir heute Oliver Kanzem, Redakteur von der Aktionärsbrief, Georg Suris, Redakteur vom Frankfurter Tagesdienst und Walter Tissen, seines Zeichens Redakteur vom Frankfurter Börsenbrief. Also, die Frankfurter Fraktion heute hier stark vertreten, meine Damen und Herren. Wir gucken erstmal, wer die Runde bezahlen muss. Die geht nämlich auf meine Kappe. Wenn der Ausblick nicht stimmt, wie es bei Lufthansa war, oder besser gesagt den Anlegern nicht gefällt, dann nützt auch der beste Hebel nichts. Dann ist man 14,8% im Minus. Deswegen geht die Runde an mich. Auch wenn wir eine kleine Pause gemacht haben, meine Damen und Herren, Matthias Reiner hat übrigens gewonnen mit 18,9%. Das muss man sagen, in der Phase auch nicht schlecht, ne? Aber wie gesagt, wir haben eine kleine Pause gemacht. Das Aktienspiel lief trotzdem nur 2 Wochen. Nicht, dass ich jetzt wieder E-Mail hagel, die Kurse stimmen nicht. Das sind die Kurse vom 24. März, die wir da zur Grundlage genommen haben, auch für das nachher folgende Tippspiel. Also den 2-Wochen-Rhythmus haben wir behalten bei den Spielen. Bei der Ausstrahlung haben wir uns ein wenig verspätet. Wer sich auch so ein bisschen verspätet, ne, ist der DAX. Irgendwie will der nicht so über die 10.000 kommen. Gibt es irgendwelche Gründe, die man ausmachen kann, warum der, sagen wir mal salopp, Krüppel da nicht rüber will? Ja, wir hatten ja vorher im März eine sehr dynamische Rallye. Das Jahr hatte ja schwach begonnen. Da hat sich der DAX sehr dynamisch erholt, hat dann rund 2 Wochen versucht, über die 10.000-Punkte-Marke zu kommen. Intraday ist das auch hin und wieder gelungen, aber hat sich per Saldo eigentlich seitwärts bewegt. Und ja, das ist immer die Chartlehre, wenn ein wichtiger Widerstand, je länger der Versuch dauert, so einen Widerstand zu überwinden, und wenn es nicht gelingt, dann wird irgendwann der Rückwärtsgang eingelegt, und genauso ist es gekommen. Jetzt haben wir schon wieder 500 Punkte nach oder bis zu 500 Punkte nachgegeben. Meine Prognose ist eigentlich, dass hier das kurzfristige Abwärtsrisiko jetzt erstmal abgearbeitet ist, dass wir jetzt erstmal wieder einen Boden finden und dann vielleicht auch mal wieder den nächsten Angriff auf die 10.000 starten können. Ist aber alles so ein bisschen sprunghaft. Ne? Mal einen Tag kommen schlechte Nachrichten aus China, am nächsten Tag haben wir wieder gute Nachrichten aus China, dann gehen die Aufträge in Deutschland wieder zurück, am nächsten Tag haben wir wieder positive Konjunkturdaten aus Deutschland. Man weiß gar nicht mehr, worauf man achten soll, und man hat manchmal das Gefühl, da werden irgendwelche Nachrichten gesucht, um irgendwie zu erklären, warum der DAX heute dann doch mal im Minus ist. Ja, das ist eine Betrachtung, die man tatsächlich so anstellen kann, denn wir sind ja in einer Zeit, wo wirklich der Informationszugang sehr, sehr gut ist, und das ist ja generell auch nicht so schlecht, aber es bedeutet auch, dass man bombardiert wird mit so vielen Nachrichten, und ein Teil davon ist sicherlich sinnvoll und wichtig und viel davon ist einfach unwichtig eigentlich. Man hat also so ein permanentes Grundrauschen, und das macht es für den Anleger vielleicht auch ein bisschen schwer zu selektieren, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist nicht so wichtig. Ich denke, es reicht im Großen und Ganzen, wenn man jetzt sich vor Augen hält, dass wir im Moment in keiner Boomphase sind, was die Konjunktur angeht. Wir sind auch in keiner Krisenphase, es ist ein etwas durchwachsenes Umfeld. Und entsprechend sollte man auch sich nicht allzu sehr an diese Konjunkturdaten aufhängen und da hin und her springen. Das mögen die Banken vielleicht gerne sehen, wenn man da im Depot hektisch hin und her handelt und die Provisionserträge für die Banken hochhandelt. Wichtiger ist, glaube ich, dass man so ein bisschen da durchschaut, auf die Unternehmen schaut, auf die Stories schaut. Und wenn das passt, dann muss man nicht auf jede Meldung reagieren, was die Konjunktur angeht. Das sind die Banken, in Rudi, haben schon schwer genug. Die müssen da wenigstens ein bisschen verdienen. Herr Suris, was gucken Sie sich an, was filtern Sie raus und was sagen Sie, das fällt bei mir hinten über die Schreibtischkante? Also, wo wir aktuell bei drauf schauen, ist natürlich, wenn wir einerseits eine gute charttechnische Situation haben mit einem starken Trend. Ich werde ja auch gleich einen Wert vorstellen, der es erst schön zeigt. Aber uns ist auch wichtig, dass man einfach, wie Herr Tissen auch schon sagte, die Story im Unternehmen stimmt. Die Ausrichtung, die mittelfristige Ausrichtung der Markt, die Strategie, und vor allen Dingen ist ja auch hier so, dass man jetzt auch wieder Unternehmen findet in bestimmten Branchen, zum Beispiel auch in der Automobilbranche, wo die fundamentale Bewertung oder so moderat ist, dass das Risiko nach unten dann so gering ist aus unserer Sicht, dass man da durchaus einen Einstieg wagen kann. Ja, was für die Konjunkturdaten gilt, gilt auch so ein bisschen für die Fed. Ne? Einen Tag hü, einen Tag hot. Erst ist Janet Yellen also ein bisschen vorsichtig. Na, Zinserhöhung, weiß ich nicht. Nee, eher nicht. Dann kommt irgendeiner, den man fast gar nicht kennt, aber der hat auch noch irgendwie damit zu sprechen, und der sagt, ja, mich wundert, dass die Anleger jetzt hier oder die Marktteilnehmer nur davon ausgehen, dass wir nur 2 Zinserhöhungen in diesem Jahr machen. Also genau wieder das Gegenteil. Ist das jetzt also eine neue Strategie der Fed? Wir verunsichern die Märkte, indem wir jeden Tag was anderes erzählen? Nein. Eine Strategie sehe ich dahinter nicht.
Das dokumentiert einfach die innere Zerrissenheit des Offenmarktkomitees der Federal Reserve Bank. Es gibt einfach divergierende Ansichten und auch jetzt im März die Entscheidung, die Leitzinsen unangetastet zu lassen, die ist ja auch nicht einstimmig getroffen worden. Und insofern sagt natürlich dann jeder, es gab Befürworter, es gab aber auch Gegner und jeder versucht dann seine Meinung zu vertreten. Nach außen wirkt das natürlich nicht gerade förderlich und eher verwirrend und ich glaube, an der Kommunikationspolitik kann man da auch einiges verbessern. Klar ist, die Fed besteht nicht nur aus Janet Yellen, sondern es gibt in diesem Komitee gibt es ja die Notenbankpräsidenten der verschiedenen Bundesstaaten. Die haben natürlich ein wichtiges Wort mitzureden, aber man sollte doch zumindest nach außen mit einer Stimme sprechen. Janet Yellen selber hat sich in letzter Zeit sehr vorsichtig gezeigt. Auch generell, dass jetzt nicht weiter erhöht worden ist, das liegt vor allen Dingen an der wohl durchwachsenen globalen Konjunktursituation. Man befürchtet nämlich auch, wenn jetzt der Zins weiter angehoben wird, dass der Dollar weiter aufwertet. Und da haben ja schon die weltweit operierenden Unternehmen aus den USA haben ja in den letzten Quartalen schon deutlich unter dem festen Dollar gelitten und das würde dadurch weiter vorangetrieben werden. Insofern zeigt man sich da sehr zurückhaltend. Auch jetzt für eine weitere Zinserhöhung im Juni, da preist der Markt gerade mal eine Wahrscheinlichkeit von 21% ein. Also ich glaube eher, dass jetzt im laufenden Jahr da nicht mehr viel kommen wird, was jetzt weitere Zinserhöhungen angeht. Ich glaube eher, dass man da weiterhin sehr vorsichtig und abwartend bleiben wird. Gestern gab es die Fed-Minutes, ne? Die haben, man kann mal reingucken, was sie da so gesagt haben und schlauer macht sein irgendwie auch nicht, oder? Ja, nicht so wirklich. Ich habe mal geschaut, was Bloomberg dazu geschrieben hat und es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass das Stimmungsbild auch innerhalb des Offenmarktausschusses bei der Fed nicht einheitlich ist. Und ich meine, man kann jetzt auf die Notenbanken rumhacken. Ich finde es eigentlich nicht sehr glücklich, dass die Märkte so einen Fokus auf die Notenbanken haben. Aber nun, sie sind nun mal wichtige Player, was die Geldschöpfung angeht und was die finanzielle Stützung der Märkte angeht. Aber Fakt ist aus meiner Sicht, dass sie ein unsymmetrisches Bild haben, wie sie auf die Realwirtschaft wirken können. Also wenn der Markt wirklich sehr gut läuft, also die Ökonomie sehr gut läuft, dann hat man eigentlich recht gute Bremsmöglichkeiten als Notenbank über die Zinspolitik, indem man Geld aus dem Markt nimmt. Auf der anderen Seite, wenn es in der Konjunktur nicht so gut läuft und das Wachstum nicht in Gang kommen will und die Inflationserwartungen nicht so richtig stabil bleiben wollen oder in Fahrt kommen wollen, dann hat man eher ein begrenztes Instrumentenumfeld. Insofern ist man da wahrscheinlich auch ein Stück weit ratlos. Und was jetzt vielleicht auch ein Stück weit läuft, ist so ein bisschen Entzauberung vielleicht auch der Notenbanken. Notenbanken haben es auch letztlich nicht im Griff. Wir haben eigentlich ein enttäuschendes Bild, wenn man sich vor Augen führt, mit welcher Feuerkraft die Notenbanken unterwegs waren, die Fed, die Bank of England, die Bank of Japan, auch die EZB, wie wenig Konjunktureffekt dabei rauskommt. Also man hat wahrscheinlich Schlimmeres verhindert, aber jetzt wirklich dynamisches Wachstum sieht ja anders aus. Wenn man dann noch hinzurechnet, dass der Ölpreis ja auch noch kräftig Rückenwind gegeben hat für eine ganze Reihe von Volkswirtschaften, dann ist der Effekt insgesamt eigentlich schon recht beschaulich. Das sehen wir es, aber der Ölpreis ist auch schon wieder ein gutes Stück zurückgekommen, Herr Suris. Bleibt er jetzt da? Wie geht es denn Ihrer Meinung nach beim Ölpreis weiter? Also ich will nicht ausschließen, dass es beim Ölpreis durchaus nochmal in Richtung auf die 20 Dollar zugeht. Es ist faktisch so, dass die Grundlagen für das Überangebot am Ölmarkt nicht behoben sind und dass das durchaus noch weiter andauern kann, diese Phase mit niedrigen Ölpreisen. Die Unternehmen selber haben sich ja schon bewusst darauf eingestellt und es wird abzuwarten bleiben, ob da in irgendeiner Form dann sich Marktbereinigungen fortsetzen. Auch das Angebot, was die Fracking-Technologie angeht, das war ja der große Gamechanger im Markt, der dazu geführt hat. Und die Saudis haben ja auch entsprechend, da haben wir auch schon öfters in den Sendungen darüber diskutiert, haben ja dann entsprechend damit dann agiert, dass sie dann ihre Marktanteile nicht preisgeben wollen. Und diese grundlegende Konstellation, die hat sich halt aus meiner Sicht nicht wirklich verändert und es sind dann immer so kleine Zwischenerholungen, wo dann auch der Markt sofort drauf anspringt. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war es toll, wenn der Ölpreis unten ist. Jetzt ist es total schlecht, wenn er unten ist. So können die Zeiten sich ändern. Hoffen wir, dass es bald wieder besser wird. Ja, zumindest an der Tankstelle freue ich mich, wenn der Ölpreis unten ist, auch wenn es mir bei der Lufthansa nicht viel genützt hat. Die Zahlen waren trotzdem gut, aber eben der Ausblick. Aber kommen wir nochmal kurz zurück auf die Fed. Wäre es nicht wünschenswert, wenn die endlich mal einfach nur eine klare Linie vorlegen? Frau Yellen tritt nach vorne und sagt, so, passt mal auf, Kollegen. Am 1.8. erhöhe ich die Zinsen um 0, so und so viel und am 1.11. nochmal. So, Ende, Ausschluss. Wäre das für die Märkte besser, wenn man wirklich wüsste, die Fed hat eine klare Linie oder wäre es eher schlechter? Letztlich
ist ja die Zinserhöhung, die wir im Dezember gesehen haben, war das ja auch nur eine Konzession an die Märkte. Das heißt, man hat den Märkten das gegeben, worauf man jetzt wirklich seit Monaten gewartet hat. Und einfach um diese Phase der Unsicherheit zu beenden, hat man dann die Zinsen erhöht. Die Gründe, die die Fed jetzt davon abhalten, weitere Zinserhöhungen vorzunehmen, die hätte man im Dezember eigentlich auch schon geben können. Insofern ist man sowieso eher so ein Getriebener der Märkte. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn die Visibilität erhöht werden würde. Aber da eben, wie Walter Thyssen gerade auch gesagt hat, die Fed jetzt auch, wie viele andere Notenbanken auch, so ein bisschen am Ende ihrer instrumentellen Möglichkeiten angekommen sind, sind sie halt selbst auch etwas ratlos, müssen halt beobachten, wie sich die Weltkonjunktur entwickelt. Man hatte ja zuvor auch immer sehr stark die Entwicklung des Arbeitsmarktes gewichtet in den eigenen Entscheidungen, hat dann aber weitere Parameter da noch dazu genommen. Und es kommt leider halt ein ziemlicher Mischmasch raus. Wir haben halt momentan eine sehr heterogene Entwicklung in der Weltkonjunktur und allein daraus lässt sich eben keine klare Linie ableiten. Und deswegen haben wir momentan auch diesen Schlingerkurs. Ja, und Draghi dürfte wieder im Keller sitzen und sich ärgern. Ne? Und durch das ganze Hickhack wird der Dollar jedenfalls wieder ein bisschen schwächer. Sprich, der Euro hat wieder ein bisschen zugelegt auf 1,14. Und damit sind wir eigentlich bei der Quartalsberichtssaison. Das ist natürlich gut für die US-Unternehmen, wenn der Dollar wieder ein bisschen gegenüber dem Euro verliert. Aber jetzt kommenden Montag gibt Alcoa den Startschuss. Aber so richtig merken werden wir das dann auch noch nicht, oder? Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen früh. Also Alcoa ist ja so ein bisschen der offizielle Startschuss für die US-Berichtssaison. Die Erwartungen in dieser Berichtssaison scheinen ja recht niedrig zu sein. Ich habe heute mal einen Artikel von Zacks.com reingeschaut. Also die Erwartungen sind recht pessimistisch sogar. Es wird erwartet, ich glaube vom Ergebnis her, einen Rückgang um über 10%, beim Umsatz um etwa 2%. Also es ist kein rosiges Umfeld und das ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn die Erwartungen im Vorfeld sehr niedrig sind. Allerdings wird damit eigentlich auch eine Serie fortgesetzt, denn die Gewinnentwicklung bei den amerikanischen Unternehmen war in den letzten Quartalen auch eigentlich nicht überzeugend. Ja, ist ja auch eigentlich nur legitim, ne? Oder was Spielchen kennt man ja schon. Man legt die Messlatte ziemlich niedrig, damit dann die US-Unternehmen trotzdem drüber hüpfen können. Ne? Aber also vielleicht noch eine Ergänzung, also wenn jetzt der Euro tatsächlich drehen sollte oder nach oben gehen sollte, ein Orientierungsmarkt ist vielleicht so der Bereich 1,14, 1,15 und der Euro wirklich in eine nachhaltige Stärke hineingehen würde, dann würde das natürlich schon die Parameter so ein bisschen verändern und das für die US-Wirtschaft tendenziell natürlich schon ein bisschen leichter machen. Aber auch bei den deutschen Werten ist so ein bisschen Pessimismus, will ich nicht direkt sagen, aber die sind auch ein bisschen verhaltener geworden. Wir haben es bei der Lufthansa gemerkt, obwohl man ja eigentlich auch 2016 davon ausgehen kann, dass die ein sehr gutes Quartal war am Hinlegen, weil der Ölpreis ja immer noch niedrig ist, auch wenn er sich ein bisschen erholt hat. Haben wir jetzt auch Zetsche auf der HV von Daimler, der hat auch so ein bisschen auf die Bremse getreten, schon mal vor dem Vorfeld der Zahlen, hat gesagt, naja, ganz so stark wird das erste Quartal wie 2015 nicht mehr. Also da kann man ja auch schon raushören, so eine richtige Steigerung wird es ja nicht geben, weil er auch gesagt hat, erst im zweiten Halbjahr kommen wir wieder zum Zug. Sie sehen schon, ich will sofort antworten. Es ist einfach so, man darf nicht vergessen, Daimler hat ein Rekordjahr hinter sich mit 2015. Und man hat gesagt auf der HV, natürlich hat man seine Einschränkungen gemacht, wie Sie sagen, aber das ist natürlich auch das Spiel der Vorstände, die Messlatte nicht zu hoch hängen. Und wenn es dann besser wird im zweiten Halbjahr, Zetsche hat ja im Vorfeld direkt vor der Hauptversammlung gesagt, dass das zweite Halbjahr traditionell bei Daimler besser wird und 2016 ein gutes Jahr wird mit einem leicht steigenden operativen Ergebnis. Und wir haben das auch genutzt, den Dividendenabschlag, um im Frankfurter Tagesdienst unsere Position bei Daimler sozusagen, unsere halbe Position bei Daimler zu vervollständigen, weil wir davon überzeugt sind, ich habe es ja eben schon angesprochen, mit den fundamentalen Werten in der Automobilindustrie, ein KGV unter 8 und einem Buchwert von 50 bei Daimler. Das sind Marken, da kann man sagen, da ist das Risiko nach unten so eng, dass man sich entsprechend da auch positioniert. Deswegen auch beim Chart nicht erschrecken, meine Damen und Herren, der SX-Dividende, 4% ging es nicht nach unten. Aber hätte ich natürlich auch eine Reaktion sein können, dass es so tief nach unten geht, weil die bei Daimler, die hatten nicht genug Würstchen auf der HV. Ne? Muss man ja, das ist ein Skandal, der da aufgedeckt wurde. Ne? Verdienen da wie viel Milliarden und können noch nicht mal genug Würstchen auf der HV ankarren. Ich glaube aber 12.500 Würstchen haben sie vorrätig gehabt und es gab einen Polizeieinsatz, also Meldung des Tages, weil sich ein Aktionär wohl die Taschen vollgesteckt hat mit den Würstchen und
Da gab es dann also medienwirksamen Polizeieinsatz auf der HV. Und naja, solange wir uns über solche Sachen unterhalten, kann es so schlecht mit Daimler eigentlich nicht laufen. Und ich glaube auch, um dann noch kurz darauf einzugehen, also dass jetzt Herr Zetsche jetzt den Ausblick ein bisschen gedämpfter sieht, ist wirklich auch, weil es kommt ja auch ein Modellwechsel, die neue E-Klasse kommt, daraus erwartet man sich jetzt auch steigende Dynamik im zweiten Halbjahr, aber Modellwechsel bedeutet auch immer erstmal vor allen Dingen Kosten. Die Produktion muss entsprechend umgestellt werden, das verursacht erstmal Kosten. Erstes Quartal war, glaube ich, so gut wie noch nie, also von den verkauften Fahrzeugen ja so gut wie noch nie, ein erstes Quartal bei Daimler gewesen ist. Allerdings, das Wachstum ist vor allen Dingen auf A- und B-Klasse zurückzuführen. Und das sind natürlich Fahrzeuge, die nicht so eine hohe Gewinnmarge haben wie die teuren Limousinen. Aber generell glaube ich, dass Daimler seinen Erfolgskurs weiter fortsetzen wird. Man hat sich in den letzten ein, zwei Jahren ja wirklich sehr, sehr gemausert, was die Rendite angeht. Und es gab früher auch Problembereiche. Vor allen Dingen die E-Klasse hat immer negative Schlagzeilen gemacht in den Medien. Und das hat man alles bereinigen können und hat aufgeschlossen, was die Gewinnmarge angeht. Und ich würde da jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Wie Walter Thyssen ja auch eingangs gesagt hatte, man sollte auch mal so ein bisschen gucken über den Tellerrand hinaus, nicht immer jede Meldung direkt versuchen in Anlageentscheidungen umzusetzen, sondern gucken, ob der mittel- und langfristige Kurs stimmt, und ich glaube, der stimmt bei Daimler auch weiterhin. Das hat auf jeden Fall der Aktionär bei Daimler gemacht, ne? Der hat über den Tellerrand rausgeguckt und hat gesehen, da liegen doch Würstchen. Nehme ich mir mit, aber wir gucken dann vielleicht nochmal auf den Chart. Wer weiß, wo der eingestiegen ist. Vielleicht braucht er ja wirklich eine Wurst, wenn er da oben bei 90 rein ist. Dann hat er jetzt bei 60 natürlich einen ordentlichen Verlust, und dann kann man schon verstehen, dass er mal ein Würstchen mitnimmt, ne? Aber wenn die jetzt wieder auf 90 gehen, bringt er vielleicht auf der nächsten HV auch ein paar Würstchen wieder mit. Ja, da kann man auch mal wieder was zurückgeben. Ne? Wenn es klappt, dann kann man auch die Würstchen mal wieder zurückgeben im nächsten Jahr. Aber worauf achtet man jetzt? Wir haben ja schon gerade gesagt, Lufthansa zum Beispiel, Bombenquartal oder ein Bombengeschäftsjahr 2015, so mal als Beispiel, aber Ausblick ein bisschen mau. Reaktion vom Markt, weil die Aktie wird erstmal auf Talfahrt geschickt. Es geht richtig runter danach, weil man mit dem Ausblick nicht zufrieden ist. Die Zahlen sind eigentlich jetzt schon Vergangenheit. Braucht man die dann noch, oder sollen die einfach nur sagen, okay, wir machen nur den Ausblick? Ja, in der Börse ist ja grundsätzlich die Zukunft besonders wichtig, und insofern sind die Ausblicke tatsächlich schon eine wichtige Orientierungsgröße auch, was die Berichterstattung angeht. Ich denke, man sollte aber nicht nur auf so solche Fakten oder Prognosen schauen, sondern sich auch einfach ein bisschen anschauen, wie die Unternehmensqualität als solche ist. Wie ist das Umfeld dieses Unternehmens? Mit welchen Margen arbeitet man beispielsweise? Wie ist das Wettbewerbsumfeld? Ist das aggressiv? Muss man um jeden Prozentpunkt oder Hundertstel Punkt Marge kämpfen am Markt? Wie ist das Management? Wie hat man es bisher geschafft, Wachstum darzustellen? Also was ich zum Beispiel für ganz gut halte, ist, dass man sich einfach auch mal eine 5-Jahres-Performance anschaut, was die Unternehmensentwicklung anschaut. Was hat das Management geschafft in den vergangenen 5 Jahren? Wie ist die Dividendenpolitik? Hat man einen Fokus auf Nachhaltigkeit? Das halte ich auch für so einen Soft-Faktor, der aber auch irgendwo wichtig ist. Also wie geht man zum Beispiel mit Corporate Social Responsibility um? Und solche Dinge, aber das zeigt so ein bisschen die Einstellung. Und ich glaube, das sind Aspekte, die man auch in Aktienentscheidung und Beurteilung mit einfließen lassen kann. Herr Süres, freut man sich dann, wenn die tiefer stapeln, wenn man eigentlich davon ausgeht, schön gemacht, Junge, und legt die Messlatte tiefer, ich kann es dann ausnutzen? Also es ist generell, wenn man von einem Wert überzeugt ist, ist es immer eine schöne Sache, und man ist noch nicht drin, dass man da eine Gelegenheit nutzt, wenn der nach unten abdippt, dann da strategisch reinzugehen. Vielleicht auch in einer Situation, wo die Mehrheit der Börse sagt, von der Stimmung her, nee, jetzt bitte nicht. Das ist eigentlich immer so ein guter Ansatzpunkt, da nach unten sozusagen die Sachen auszuloten, weil dann, denke ich mal, wenn man von dem Wert überzeugt ist, das Risiko nach unten so gering ist. Und wie gesagt, Daimler bietet da eine interessante Perspektive. Wir haben da aber auch einige andere Automobilunternehmen auf der Pfanne. Und wir haben ja in den letzten Monaten auch oft diese Sachen wie China diskutiert. Das ist ja da auch so eine langfristige Paradigmenveränderung stattgefunden, dass jetzt China für viele deutsche Automobilhersteller der wichtigste Einzelmarkt ist. Und da wurde dann in der Vergangenheit, denke ich mal, auch manches übertrieben, und Sachen, die in der einen Richtung übertrieben werden, werden dann in der anderen Richtung wieder anders gesehen. Und da muss man sozusagen als Börsenredakteur oder auch als Anleger auch immer so ein bisschen auf Zeit spielen. Gut, dann halten wir fest, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und bei Daimler auf der HV sind die Würstchen so kalt, dass man sie sich in die Tasche stecken kann. Also das ist dann, kommen wir zum Stresstest, meine Damen und Herren.
Da haben wir auch eine Aktie heute, die Sie nachgefragt haben. Sie wissen ja, Sie können uns unter der E-Mail-Adresse redaktion@bernecker.tv, hier sehen Sie sie auch eingeblendet, Vorschläge machen, welche Aktien wir im Stresstest besprechen sollten. Hier kamen viele Vorschläge von Ihnen zur Aktie von Nordex. Eigentlich alles in Ordnung, man hat eine große Übernahme gestemmt, die Aufträge sind eigentlich auch mehr als zufriedenstellend. Und wenn man auf den Chart guckt, fragt man sich, was ist da los? Die Aktie ist im Abwärtstrend, obwohl ja eigentlich alles ganz gut läuft. Ja, Nordex hat ein sensationelles Jahr hinter sich. Man hat ja in den letzten 2 Jahren ist man ja sehr, sehr dynamisch gewachsen. Und ja, was jetzt diesen Kursrückgang ausgelöst hat, war halt auch die Ankündigung, dass es jetzt 2016 nicht mehr, dass die Party nicht mehr ganz so rauschend weitergeht wie in den letzten Jahren, weil auch der Gesamtmarkt wohl eher leicht rückläufig sein wird. Und meines Erachtens aber jetzt den Kursrücksetzer, den wir jetzt gesehen haben, ist eher eine Einstiegsgelegenheit für Leute, die etwas langfristiger denken, weil man hat ja diese große Übernahme in Spanien gemacht und damit hat jetzt wirklich, ist Nordex rausgewachsen als Nischenplayer. Man war ja vorher vor allen Dingen im europäischen Geschäft aktiv. Und jetzt mit dieser Übernahme in Spanien hat man wirklich Zugang zu 80% des Weltmarktes. Man wird zukünftig neben den Produktionskapazitäten in Deutschland und Spanien, wird man dann auch in Brasilien und den USA vor Ort sein, mit einer eigenen Produktion, zukünftig sogar in Indien. Und das sind meines Erachtens auch die Märkte, wo das zukünftige Wachstum spielen wird. In Europa ist schon vieles abgegrast. Wer mal durch Deutschland fährt oder innerhalb Europas mit dem Auto unterwegs ist, der wird diese zunehmende Verspargelung der Landschaft wirklich mittlerweile aktiv wahrnehmen. So geht es mir zumindest. Und da gibt es natürlich andere Länder und Kontinente, wo das bei weitem noch nicht so ist und wo auch das Potenzial da ist, die Produkte an den Mann zu bringen. Meines Erachtens die Übernahme, die man jetzt gemacht hat, man wächst ja auch in entsprechende Umsatzregionen, bisher 2,4 Milliarden Euro Umsatz, dann wohl 3,4 Milliarden Euro Umsatz. Und das bietet natürlich langfristig deutliche Perspektiven, charttechnisch kurzfristig, beziehungsweise ja, diesen Kursrücksetzer, den wir jetzt gesehen haben, wenn man jetzt sich einen langfristigen Chart anguckt, das sieht man jetzt hier nur ansatzweise, dass da könnte sich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation rausbilden. Und wenn wir da runter gehen, wir sind jetzt nicht mehr weit entfernt von der alles entscheidenden Unterstützung, dann könnte es kurzfristig auch nochmal zurückgehen. Aber wer wirklich mit Sicht auf 12, 18 oder 24 Monate investiert, der könnte das wirklich zum Einstieg nutzen. Ja, dann haben wir hier schon mal ein positives Urteil. Der Bernecker Börsenkompass ist auch positiv für Nordex gestimmt und hat seinen Lesern empfohlen, einzusteigen. Also wie sieht es beim Frankfurter Börsenbrief aus? Also wir haben die Aktie im Moment nicht auf der Empfehlungsliste. Oliver Kant hat mir gerade schon eine ganze Menge gesagt. Dazu ist tatsächlich ein tolles Unternehmen, einen tollen Lauf gehabt in den vergangenen Jahren. Also richtig gut unterwegs. Von der Ausrichtung her natürlich ein relevantes Themengebiet, was man bedient. Auf kurze Sicht stört mich tatsächlich die Charttechnik schon, also die Schulter-Kopf-Schulter, die Oliver Kant schon angesprochen hat, mit einer Nacktlinie bei ungefähr 22 Euro. Die macht zumindest das Timing ein bisschen schwierig, sagen wir mal. Und wenn diese Nackenlinie nicht halten sollte, dann würde es sich zunächst eintrüben. Man muss sich vorstellen, dass das Kurspotenzial, wenn man jetzt diese Schulter-Kopf-Schulter nach unten klappt, nicht ganz ausgeschöpft würde nach unten. Aber zunächst mal sähe die Aktie damit nicht ganz überzeugend aus. Jetzt mit dem Zusammenschluss oder mit der Verbindung der Aktivitäten mit Acciona Windpower dürfte vielleicht auch das ein oder andere Maß an Managementkapazität für die Integrationsarbeiten so ein bisschen draufgehen, sodass man ganz kurzfristig, glaube ich, nicht unbedingt dabei sein muss. Im Rücksetzer sollte tatsächlich diese Nackenlinie brechen. Das wäre wahrscheinlich sogar das Idealszenario. Für dich, ja, wollen wir jetzt mal hier sagen, für dich, ne? Für uns nicht, ne? Also für dich. Dann könnte es interessant werden, dann halt unten zuzugreifen. Tatsächlich dann aber mit einem etwas längeren Blickwinkel, also tatsächlich 12, 18 Monate dann. Ne? Dann können wir uns darauf einigen, dass es ein guter Zeitpunkt ist, um nochmal nachzufassen. Ne? Genau. Was man vielleicht auch noch ergänzend anfügen könnte, ist, dass es auch noch einen gewissen Unsicherheitsfaktor gibt, hier, was die Integration von Unternehmen dieser Größenordnung angeht, hat ja Nordex überhaupt keine Erfahrungen. Und deswegen war jetzt der Markt in letzter Zeit auch so ein bisschen skeptisch, weil da hat man sich jetzt wirklich ein großes Fund aufgebürdet und man wird sehen,
ob man das auch wirklich schultern kann und das wirklich erfolgreich in den Konzern integrieren kann. Aber meines Erachtens, die Grundvoraussetzungen sind da und wenn das wirklich erfolgreich gemeistert wird, dann hat man alle Möglichkeiten für die Zukunft. Ja, so ist es, wenn man der Letzte im Stress ist, haben die anderen ganz schön viel Futter schon weggenommen. Ja. Da bleibt nicht mehr viel übrig, aber machen wir es kurz, positive oder negative Einstellungen. Lassen Sie es vielleicht etwas länger machen. Ich habe eine alte Einzelanalyse von August 2014 rausgekramt. So damals haben wir die Nordex ausführlich auf zwei Seiten besprochen. Das war eine interessante Phase für Nordex. Die haben ja damals den Turnaround bewältigt. Wir hatten die dann strategisch für 12,20 Euro empfohlen. Und da haben die sozusagen sich in ihre kleine Nische begeben, haben ihr Offshore-Abenteuer, was sie gerade beginnen wollten, gekappt, haben sich aus China zurückgezogen, haben den Produktionsstandort in den USA zu einem Service-Standort umgewechselt und haben alle Kräfte konzentriert. Und jetzt mit dieser neuen Übergabe, da sind sie ja sozusagen aus dieser Nische herausgetreten. Und das ist für mich eine interessante Sache, ob sie das jetzt wirklich so bewältigen können. Sie verlieren ja auch gewissermaßen ihren alten Ankeraktionär, die Frau Klatten, der neue Akiona ist sozusagen dann der neue Mehrheitsaktionär und das ist eine interessante Situation, ob sie jetzt sozusagen aus dieser Nische, wo sie sich sehr komfortabel eingerichtet hatten, aber die vielleicht dann nicht mehr die großen Wachstumsperspektiven gebietet hat, jetzt mit einer neuen international verstärkten Ausrichtung, mit neuen Geräteklassen und so weiter und so fort, das schaffen können, das wuppen können, diese Integration. Und das bleibt abzuwarten. Und wir sind da beim FT auch eher zurückhaltend, auch wegen der charttechnischen Situation. Aber es gibt sich sicherlich da die Möglichkeit, die Aktie noch etwas billiger zu bekommen mit einer mittelfristigen Perspektive. Und da sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt der Aktie hinterherlaufen. Naja, hinterherlaufen muss man ja auch nicht. Die Fälscher noch, ne? Zugucken und die Hand aufhalten. Ne? Machen wir es so, meine Damen und Herren. Wir haben die Meinungen gehört. Ja, so ganz bestanden kann man jetzt nicht sagen. Ne? Ja, aber eher Daumen hoch als Daumen. Also der Daumen ist eher unten. Also zumindest, wenn es noch tiefer runter geht, ist es eine Chance, um dann, wenn man noch nicht investiert ist, mal zuzugreifen oder eventuell auch zu verbilligen. Aber abschreiben darf man die Aktie von Nordex nicht. Zufrieden? Ja, genau. Kann man so mitleben. Ne? Meine Name, können wir mitleben. Ich zeige Ihnen nochmal die E-Mail-Adresse. redaktion@bernecker.tv. Da ist sie. Da können Sie Ihre Vorschläge für den Stresstest hinschicken. Nordex war so ein Vorschlag. Und den haben wir hiermit abgehandelt. Jetzt kommen wir zu den Aktien, die heute an den Start gehen, die wir für besonders aussichtsreich halten. Und da haben wir heute, was ja hier schon fast zum guten Ton gehört, das ist wieder die Seite. Ne? Heute ist rechts sich ein bisschen einig. Ne? Wir beide arbeiten wieder mit Scheinen. Und hier drüben sind mal wieder zwei Aktien. Ne? Fange ich mal mit der schwierigsten an. Da fangen wir mit Walter an. Syzygy ist der Wert, den du ins Rennen schickst. Warum? Ja, Syzygy hat zum einen eine interessante Charttechnik. Man läuft ja schon eine ganze Weile so mehr oder weniger zur Seite in der Bandbreite. Es kann natürlich sein, dass diese 2-Wochen-Frist für das Spiel nicht ausreicht, um das jetzt auszuloten, den Ausbruch nach oben, obwohl die Aktie jetzt im Moment so ein bisschen danach aussieht, dass es vielleicht jetzt gelingen könnte. Aber so ganz klar ist das für mich noch nicht. Ich halte Syzygy für ein interessantes Unternehmen. Es ist eine Agenturgruppe für digitales Marketing. Man ist international tätig, bedient gerade auch so die Bereiche Auto und Konsumgüter. Man hat einen hervorragenden Lauf hinter sich. In den letzten 4 Jahren ist man jeweils prozentual zweistellig beim Umsatz vorangekommen. Im letzten Jahr waren es ungefähr 22% Wachstum. Beim EBIT, also beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern, waren es im letzten Jahr sogar 37% Steigerung. Man ist also gut unterwegs. Man hat eine interessante Bilanz mit einer ganz ordentlichen Eigenkapitalausstattung, so ganz grob 2/3 der Bilanzsumme auf der Passivseite. An liquiden Mitteln hat man ungefähr 1/3 der Bilanzsumme. Das heißt, man hat ordentlich Geld in der Kasse sozusagen und ist damit auch fähig, Dividende zu zahlen. Anvisiert ist eine Ausschüttung von 37 Cent. Bei knapp 9,50 Euro im Aktienkurs hieße das eine Rendite von ungefähr 3,9%. Auch nicht ganz schlecht. Dann kommt noch eine kleine Fantasie als Ergänzung dazu. Großaktionär ist ja WPP mit etwas über 50%. Durchaus denkbar wäre, dass man auf lange Sicht die ganze Aktie vielleicht vom Markt nimmt. Syzygy ist ja doch sehr speziell, kleiner Börsenwert. Und ob das jetzt Sinn macht für ein Unternehmen wie WPP, die Notierung da separat laufen zu lassen oder ob man sich das ganze Ding nicht einfach einverleibt, das kommt vielleicht nochmal so als Perspektive dazu. Aber wenn die so gut wie nette Ströhr die nicht vielleicht übernommen, die sind doch auch immer im Kaufverhalten zurzeit.
Kommen wir zu der US-Aktie, die Herr Sures rausgepickt hat. Neues Modell, neue Fantasie. Ja, da kommen wir zu Tesla. Aber muss man eigentlich sagen, Elon Musk hat den Mund ziemlich voll genommen bei seinen ganzen Ankündigungen, so viele Autos zu verkaufen von dem neuen Modell? Ja, es ist ja sozusagen dieses neue Modell 3, was da in der vorletzten Woche donnerstags präsentiert worden ist in Kalifornien, im Designstudio von Tesla. Das hat ja so einen regelrechten Hype ausgelöst, den ich sonst so, das hat mich so ein bisschen an Apple neue Innovationen erfindet, dass das sozusagen jetzt das Apple der Automobilindustrie werden könnte. Und da kann man gern, glaube ich, auch schon mal den Mund etwas voller nehmen und vielleicht dann hinterher sich etwas reduzieren müssen. Hauptsache sozusagen der Grundhype stimmt. Und er hat ja den großen Masterplan der Elon Musk in 10 Jahren sozusagen der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen. Das sollte dann erst mit teuren Sportwagen anfangen, dann mit teuren Limousinen, dass man sozusagen den Markt von oben aufgerollt hat. Und jetzt hat man dieses erste massenmarkttaugliche Elektromobil am Start, das eine deutlich höhere Reichweite bringt als etwa deutsche Elektroautos von BMW, den i3. Bei einem moderaten Preis ist er noch günstiger als der BMW. Allerdings gibt da auch die Konkurrenz schon am Start. Aber wenn Sie sich den Trend anschauen, wir sind da Anfang der Woche beim FT eingestiegen, haben jetzt auch schon deutlich einen guten Plus gemacht. Das ist einfach ein starker charttechnischer Trend und vielleicht hält er noch 2 Wochen an. Wer weiß, wo dann die Aktie ist. Aber deshalb ist das sozusagen für uns dann auch der Grund, da kurzfristig und längerfristig dabei zu sein. Na, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt in 2 Wochen. Ich habe mich entschieden, meine Damen und Herren, mache ich direkt mal weiter. Gehen wir heute mal von links nach rechts, Epigenomics. Da gibt es eigentlich nur eine Spekulation und die ist auf das Darmkrebs- oder den Darmfrüherkennungstest Epi, da muss ich mal gucken, Procolon, also nicht Pro-Köln, sondern Epi-Procolon. Also Köln, meine Damen und Herren, also wir sitzen hier in Düsseldorf. Darmkrebstest, Früherkennungstest. So. Ja, also ein Test zur Früherkennung von Darmkrebs. Machen wir es einfach so rum. Ist doch alles viel einfacher. Die Geschichte ist, es geht darum, ob der in den USA zugelassen wird oder nicht. Eigentlich war die Entscheidung schon für Anfang April erwartet worden. Wir können mal auf den Chart gucken, dann sehen Sie auch, warum die Geschichte so spannend ist. Hier im November hat die FDA gesagt, da, wir brauchen noch ein paar Daten, um den Test zuzulassen. Dann gab es so ein paar Wortwechsel, ein paar Briefverkehr und dann hat die FDA gesagt, nö, wir brauchen doch nichts mehr. Mhm. Und dann war die Aktie schwupp wieder oben und jetzt steht eben diese Entscheidung aus, ob der Test zugelassen wird oder nicht. Und die könnte eigentlich jetzt, sie sollte eigentlich Anfang April fallen, ist noch nicht da, könnte also eventuell in den kommenden 2 Wochen fallen. Und wenn sie fällt und wenn sie positiv ist, dann dürfte es mit der Aktie deutlich nach oben gehen. Deswegen habe ich diese Spekulation aufgenommen, habe einen Turbo genommen, mit einem Hebel von 4, irgendwas. Würde ich Ihnen aber nicht empfehlen, ich nehme den nur fürs Spiel. Sie könnten so auf die Aktie setzen, weil der Spread bei diesem Hebel ist jetzt auch nicht gerade sehr günstig. Deswegen muss sie schon gut steigen, damit man da auch richtig verdient. Entschuldigung. Von daher sollten Sie vielleicht die Aktie alleine nehmen, wenn Sie dieser Spekulation folgen möchten und denken, dass dieser Test zugelassen wird. Eigentlich gibt es ja nicht viel Barrieren, das ist nur ein Bluttest. Also man muss nichts machen, kriegt nur Blut abgenommen und dann kann man erkennen, ob man Darmkrebs hat oder nicht. Hat auch keinen Verdrängungsfaktor auf dem US-Markt, weil es so einen Test da eben auch noch nicht gibt. Von daher könnte man schon davon ausgehen, dass die FDA sich positiv entscheidet. Und wenn das in den kommenden 2 Wochen so sein sollte, dann könnte die Aktie auch noch einen guten Sprung nach oben machen. Den ich hebel, den könnten Sie vielleicht so mitnehmen, weil der Spread nicht ganz so attraktiv ist. Und von daher nehme ich Epigenomics. Leser vom Börsenkompass sind schon seit 3 Wochen dabei und liegen schon 10% vorne. Also sehen Sie, da kann man schon drauf setzen. Außerdem zeigt die Aktie auch relative Stärke. Die verliert in Schwächephasen kaum. Also Sie sehen, alle warten ganz gespannt auf diese Entscheidung. Deswegen geben auch nicht viele ihre Stücke ab. Und von daher sind sie nach unten da auch so lange abgesichert, bis die FDA sagt, nö. Und dann haben sie, gucken wir nochmal auf den Chart. Und dann wissen sie auch, wie das Spielchen ausgeht, wenn die FDA nö sagt. Nämlich dann sind wir wieder wahrscheinlich 2 € und tiefer. Also kein Witwen- und Waisenpapier, die Entscheidung steht aus, aber es gibt viele Experten, die meinen, dass sie positiv ist und wir setzen auch drauf. So, genug gesabbelt. Jetzt kommen wir zu deinem Call und der ist auf Evotec. Genau, Evotec, da bleiben wir eigentlich in einem ähnlichen Umfeld. Ist ein Wirkstoffforschungsunternehmen. Das heißt, man forscht nach Wirkstoffen für Medikamente und Präparate.
sucht sich dafür in der Pharma- und Biotechnologiebranche halt große Partner. Insofern vielleicht ein bisschen auch vergleichbar mit Morphosis. Man hat ein gutes Jahr 2015 hinter sich gebracht, Umsatz ist um 43% gestiegen und man konnte aus einem Fehlbetrag von 7 Millionen Euro konnte man einen Überschuss von 16,5 Millionen Euro erwirtschaften. Anfang des Jahres ist die Aktie aber deutlich zurückgegangen, nämlich da hat sich so ein bisschen manifestiert im Markt, dass die Meilensteinzahlungen, das sind ja dann immer quasi die Belohnungszahlungen der großen Partner, wenn man bei der Forschung an den Wirkstoffen bestimmte Meilensteine erreicht hat, das heißt bestimmte Anforderungen erfüllt worden sind und dann gibt es halt von den Kooperationspartnern Geld. Da gab es jetzt halt einen Rückgang im vergangenen Jahr, aber man hat auch eine neue Kooperation mit Sanofi ist man eingegangen im Bereich Onkologie und da ist es sehr gut gelaufen und das hat diesen negativen Effekt mehr als wettgemacht. Deswegen übrigens auch die deutliche Umsatzsteigerung, das kommt vor allen Dingen aus dieser Sanofi-Kooperation. Auch die Prognose jetzt für 2016 ist sehr ordentlich, man geht von weiterem Wachstum aus. Und jetzt nach dem deutlichen Kursrückgang Anfang des Jahres hat sich die Aktie doch deutlich stabilisiert und es bildet sich auch so eine untere Umkehrformation heraus und wir sind jetzt bei knapp unter 3,40 Euro, ist ja jetzt in den vergangenen Tagen schon etwas angestiegen, aber wenn wir so die 3,40, 3,50 Euro den Widerstand überwinden, dann könnte es auch charttechnisch dann dynamisch weiter nach oben gehen. Und dann glaube ich auch, dass man jetzt nicht nur auf Sicht von 2 Wochen damit gut fahren sollte, sondern auch auf Sicht der nächsten Monate. Ich habe da jetzt mal einen Call drauf genommen, weil es ist ja immer schwierig innerhalb von 2 Wochen. Übrigens, meines Erachtens habe ich im Aktienspiel noch nie mit einem Schein agiert, bisher immer mit Aktien selbst. Aber heute mal ein Call, der ist jetzt aber auch nicht super spektakulär. Hebel von 4,5 auch mit einem relativ geringen Spread sollte sich auch gut nachzubilden lassen für den Privatanleger zu Hause. Ja, also ein geringerer Spread, der Hebel ist bei uns ungefähr gleich, aber der Epigenomics um einiges kleiner ist, ist der Spread bei mir ein kleines bisschen größer. Ich glaube, ja, ich sag's sicherlich, 33%. Also den kann man wirklich keinem ans Herz legen mit ruhigem Gewissen. Also meine Damen und Herren, das sind die 4 Sachen, die ins Rennen gehen. 2 Aktien, 2 Calls. Wir schauen nochmal auf die Übersicht. Herr Suris schickt Tesla ins Rennen, Walter Tissen eine Syzygy, Oliver Kantim einen Turbo-Call auf Evotech und in meine Wenigkeit einen Turbo auf Epigenomics. Dafür ist auch nicht teuer, ne? Mit 12 Cent. Ja, optisch ist da unheimlich viel Steigerungspotenzial. Wir schauen mal, ob die Entscheidung von Epigenomics auch in den nächsten 2 Wochen kommt. Das also die Werte. Fehlt nur noch eins, meine Damen und Herren, unser Tippspiel. Lange Zeit habe ich bei der Auswertung gedacht, juhu, ich gewinne mal wieder und dann kam es aber doch anders. Wir gucken auf die Tafel, da kam nämlich der Herr Kermer und hat 9.996,80 getippt, also 0,2 Punkte besser als ich. Ich hatte 9.997. Sie sehen es hier nochmal nicht, dass Beschwerden kommen. Das ist der Stand vom 24. März, also 2 Wochen nach der letzten Ausstrahlung. Und da bin ich jetzt geschlagen worden um 0,2 Punkte. Ich hatte kurzfristig eine Träne in der Auge, aber Herr Kermer, ich gönne Ihnen natürlich das Abo. Für Sie drei Wochen gibt es nur, weil Sie sich so knapp geschlagen haben. Natürlich 3 Monate dürfen Sie einen Börsenbrief aus unserem Hause kostenlos lesen oder vielleicht Bernecker TV oder einen Börsenkompass, aber den können Sie auch so testen, da müssen Sie ja nicht gewinnen. Deswegen kommen wir zur heutigen Runde und da ist der Walter so im hinteren Bereich. Wir sind auch wieder, schon wieder rechts links, ja. Ne? Hier sitzen so ein bisschen die Bullen und hier sitzen die Bären. Also wir haben das schon gut aufgeteilt heute, ne Walter? Ja, vielleicht auch zunächst ein Hinweis zur Syzygy, die Aktie, die ich ins Rennen geschickt habe. Das ist auch eine Empfehlung des Frankfurter Börsenbuchs. Bringe ich nur mal an. Hätten wir nicht gedacht. Also, wir haben jetzt gedacht, du suchst dir deine Empfehlungen aus der Aktienbörse oder aus dem Aktionärsbrief oder bist fleißiger Leser des Bernecker Börsenkompass. Also, okay. Meine Damen und Herren, welch Wunder, die Empfehlung ist aus dem Frankfurter Börsenbrief. So, jetzt dein Tipp. Zum DAX. Ich finde, wir haben im Moment ein etwas angeschlagenes Bild. Der kurzfristige Aufwärtstrend, der ja sehr steil war, 1400 Punkt ungefähr, ist gebrochen. Wir haben einen Ölpreis, der meines Erachtens noch nicht so richtig die Wende anzeigt. Vielleicht sind wir in der Nähe einer Bodenbildung, aber so richtig knackig ist das für mich noch nicht. Wir haben Notenbanken, die schon gestützt haben, die das Gaspedal durchgedrückt haben, aber jetzt in einem Bereich sind, wo vielleicht nicht mehr so ganz viel geht in Bezug auf die Konjunktursteuerung.
Ich bin beim DAX ein bisschen vorsichtig, schicke mal 9.620 ins Rennen. Das ist jetzt kein spektakulärer Tipp, ungefähr das Niveau, wie wir es auch heute hatten. Also in zwei Wochen passiert bei dir nicht viel. Beim Herrn Suris passiert ein bisschen mehr, denn er liegt etwas drunter. Ja, ich habe die ganze Nacht gerechnet und heute Morgen habe ich das Ergebnis gehabt und es ist 9.500 Punkte. Wie haben Sie denn gerechnet über Nacht? Das würde mich jetzt interessieren. Ja. Das ist ein Geheimnis des Frankfurter Tagesdienstes. Ja, aber. Oder schiebt Ihnen Ihre Frau nachts heimlich Zettel unter das Kopfkissen und gucken dann mal. Nein, das bleibt alles in Frankfurt. Mondphase, Stern, Konstellation. Also, Sie haben also vor der Sendung auch wenig geschlafen. Ja. Das ist ja nervig. Vielleicht demnächst hier auch einen starken Kaffee dann rein. Ja, genau, dann gibt es keinen. Hat aber auch mit dem Lampenfieber zu tun. Mit dem Lampenfieber? Ja, also, wir sind jetzt schon so lange dabei. Und Sie sind eigentlich hier, ne, der Einzige, der in den letzten Jahren das Double hier geholt hat. Also können wir ja nochmal wiederholen. Ne? Sie haben das Double geholt. Also von daher müssen Sie ja kein Lampenfieber mehr haben. Sie haben sich ja schon mehr als bewiesen. 10.017, meine Damen und Herren. Ich denke, es geht nicht mehr runter und wir nehmen wieder einen Anlauf Richtung 10.000. In zwei Wochen schauen wir vielleicht mal kurz drüber und dann gucken wir, ob es wirklich nachhaltig ist oder nicht. Und dann stehen wir in zwei Wochen wieder bei 10.017. Du denkst ähnlich, ne? Ja, schon. Wir haben jetzt sehr dynamisch verloren. Wir haben bis zu 500 Punkte nachgegeben. Das ging sehr schnell und erfahrungsgemäß, wenn sich der Markt daraufhin dann wieder erholt, das dauert dann immer etwas länger als in den Abwärtsphasen. Deswegen glaube ich, dass wir in zwei Wochen bei 9.846 Punkten stehen können. Wir könnten die Sendung auch heute unter aus unserer Sicht links gegen rechts laufen lassen, aus Ihrer Sicht rechts gegen links. Ne? Wir haben also hier wirklich klar geteilt und haben überhaupt nicht, weil wir uns hingesetzt haben, darüber nachgedacht. Ja. Ne? Hat sich also tatsächlich zufällig ergeben. So, meine Damen und Herren, jetzt sind Sie an der Reihe. Sind Sie für Ihrer Sicht rechts oder für links? Müssen Sie sich für sich entscheiden. Hier sehen Sie nochmal, was wir getippt haben. Sie können jetzt auch tippen, wo der DAX in zwei Wochen steht. Ihren Tipp schicken Sie bitte an redaktion@bernica.tv. Also unten sind wir. Einsendeschluss ist der 13.04.2016, also der kommende Mittwoch. Und Sie müssen tippen, wo der DAX dann in zwei Wochen steht, am Donnerstag. Heute ist der 7. Dann ist es der 21. Ne? So, wo steht der DAX am 21.? Zur Eröffnung an diesem Donnerstag. Das ist Ihr Tipp, den Sie liefern müssen. Jetzt haben wir eigentlich alle Informationen auch gegeben, die man haben muss. Ne? Ich finde schon. Vorher haben wir auch alle Informationen gegeben, die man als Aktionär haben muss. Haben wir irgendwas offen gelassen, Herr Suris? Ich glaube, auch Thema Würstchen hatten wir schon abgehandelt und so. Ja, ja, wir haben eigentlich, ne? Ja. Bleibt nur noch die Frage, ob Erdogan sich einmischt und uns zensiert. Aber das glaube ich nicht. Wir waren da ganz ruhig und deswegen haben wir auch keine Klagen zu befürchten. Da gibt es andere Kollegen, die haben gerade ein bisschen mehr Ärger am Hals. So, das der Bernecker Stammtisch. Schön, dass Sie über uns zugeschaut haben bis zum Ende. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Danke, dass ihr da wart. Danke für die Auskünfte, die ihr uns geliefert habt. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Händchen an der Börse in den kommenden zwei Wochen. Dann sind wir wieder für Sie da und dann fragen wir wahrscheinlich wieder, warum ist der DAX nicht über 10.000? Warum steht der Ölpreis schon wieder bei 40 Euro und nicht bei 30 oder 50? Das ist dann so der Running Gag. Zwischendurch vielleicht mal können wir mal noch Gold einfließen lassen, aber Sie sehen schon, die Themen gehen uns nicht aus. Bis in zwei Wochen.